Fall Schuster ist abgeschlossen. Der Taxichauffeur hat eingestanden, dass er den Überfall fingiert hat. Aber erst macht er unseren Haufen Arbeit. Das mag ich. Bei dem Einbruch in der Fürstenriederstraße weist eine Spur auf René Winzer. Sagt der René. Ja, Inspektor Gruber ist gerade dabei, ihn zu vernehmen. Und bei der Brandstiftung in Pullach scheint es sich doch um einen Pyromanen zu handeln. Na bitte. Es findet sich einfach kein Motiv. Noch was? Na, das wäre eigentlich alles soweit. Na, was hast du da noch in der Hand? Das gehört in die Ablage. Die Hexengeschichte von Uedach, Sie wissen doch. Oberinspektor Steiner hat die Sache abgeschlossen. Abgeschlossen? Ja, ja. Na, das sieht ihm ähnlich. Oh. Herr Inspektor, Sie sollten wirklich einmal was für Ihr Kreuz tun. Was ist denn jetzt mit dem Urlaub? Na, was wisst ihr denn? Ich fühle mich wie ein Fisch. Am Trocknen. Hä? Ah, gut, dass Sie jetzt da sind, Herr Wanninger. Sie möchten doch gleich mal zum Direktor rüberkommen. Ja, wenn es weiter nichts ist. Herr Steiner? Was denn? Ich habe da gerade gehört, dass Sie den Fall Anna Pichler abschließen wollen. Das ist doch gar kein Fall. Wir sind der Anzeige ordnungsgemäß nachgegangen und haben in Uedach nichts ermittelt. Was wollen Sie denn noch? Also, ich weiß nicht. Also, Wallinger, jetzt mal ganz im Ernst. Glauben Sie vielleicht noch an Hexen? Das ist doch finsterstes Mittelalter. Ja, wer sagt denn, dass ich dran glaube? Es genügt doch wohl, wenn die Leute in Uedach dran glauben, oder? Also, Herr Steiner, sind's mir nicht böse, aber so einfach erscheint mir die Geschichte wirklich nicht. Wollen wir doch erst mal schauen, was der Alte will. Also, Ihr Rücken wird auch nicht mehr besser, was? Jetzt fangen Sie auch noch damit an. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Herr Lein? Ja, mein lieber Wanninger, da sind Sie ja. Ja, da bin ich. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Da wäre ein weicher Sessel oder sitzen Sie lieber hart. Ja, so ein altes Leiden, immer noch nicht besser, was? Was heißt da altes Leiden? Ja, Vorsicht, mein lieber Wanninger. Mit Bandscheiben soll man nicht spaßen. Das meint auch der Herr Steiner. So, so, der Steiner. Ja. Ausgerechnet. Na ja. Er macht sich halt auch Sorgen um Sie, wie wir alle. Sie muten sich zu viel zu. Hat das auch der Steiner gesagt? Mein lieber Wanninger, wir wollen uns doch nichts vormachen. Jetzt haben Sie schon zum dritten Mal lieber Wanninger gesagt. Also gut, wir machen uns eben Sorgen um Ihren Gesundheitszustand, nicht wahr? Jetzt sind schon 3 Jahre lang nicht mehr in Urlaub gewesen. Und die Bandscheibengeschichte, die immer schlimmer wird, Sie müssen einmal richtig ausspannen. Ausspannen? Das mag ich. Also wollen Sie mich jetzt abschieben? Ja, na, das sagen Sie doch lieber gleich. Sie brauchen Urlaub, und zwar Krankheitsurlaub. Was brauche ich? Keine Widerrede jetzt. Oder soll ich Ihnen vielleicht einen dienstlichen Befehl geben, was? Ach, deshalb der liebe Wanninger. Na, sehen's. Jetzt haben Sie ja Ihren Humor schon wieder gefunden. Und jetzt suchen Sie sich einen hübschen, ruhigen Ort aus, wo Sie sich gut erholen können. Und das ist Ihr Ernst? Ja, selbstverständlich, mein voller Ernst. Tja, einen hübschen, ruhigen Ort, haben Sie gesagt. Ja. Da wüsste ich sogar einen. Na, also, ich hab's ja gewusst. Ja, herein. Na, was hab ich gesagt, Steiner? Er ist gar nicht so unvernünftig, unser Wanninger. Er fährt jetzt doch in Urlaub. Gratuliere! Ich hab schon gar nicht mehr dran geglaubt. Doch, doch, da gibt's jetzt kein Zurück mehr. Er fährt. Und zwar auf höchsten Befehl. Wie haben Sie jetzt gesagt, heißt der Ort gleich? Ja, den werden Sie nicht kennen, weil der ist nämlich wirklich sehr ruhig. Ja. Uedach heißt das Nest. Uedach? Ja. Aha. Also gut, auf nach Uedach. Machen Sie es gut, Wanninger. Uedach? Na, Sie haben es doch eben gehört, auf höchsten Befehl. Uedach. Der Name sagt doch schon alles. Wir kommen nur nach Uedach fahren. Ja, mein geschickt haben Sie mich halt. Meine depperte Bandscheiben soll ich auskurieren. So. Und was ist nachher mit der Massage? Und mit dem Schlamm? Und mit dem Tee? Und wer kümmert sich um Sie, wenn ich nicht da bin? Also, liebe Frau Burgmüller, zu einer gescheiten Erholung, da gehört schon auch, dass ich einmal von Ihnen weg bin. Meinen Sie nicht? So weit muss kommen. Und ich gebe mir eine solche Mühe mit Ihrem Kreis. Auf! Langsam! Ah, feig auch noch. Das auf! Ruhe, sagst du die, und gefahren wird auch. Aber nicht ohne mich. Ohne, sag ich. Also, liebe Frau Burgmüller, ich muss doch nach Uedach. Nicht wegen meinem Kreuz, sondern wegen einem Fall. Wegen einem Fall? Ja. In Uedach, da gibt's eine Hex, sagen die Uedacher. Ja, für alle gibt's Hexen. Warum nicht in Uedach? Sie glauben also auch an Hexen? Ja, was heißt glauben? Ich weiß halt, dass es welche gibt. Sie, bei uns in Niedereichberg, da war eine, die hat einen bösen Blick gehabt. Die hat ein Brotmesser in den Türstock gestoßen. Und daran hat die unsere Kühe gemolken. Und im Eichbergbauer, da sind 2 Stück Vieh eingegangen. Und im Garten von Bergelmüller, da ist ein Obstbaum verdorrt. Ja, und Sie glauben, da war die Hex dran schuld? Ja, wer denn sonst? Ja, und an was erkennt man denn so eine Hex? Haben Sie noch nie was vom Besenblick gehört? Und die meisten, die haben ein Muttermal. Und in der Nacht, da lesen die im Zauberbuch.
Und da sausen so schwarze Katzen umeinander. Ja, mich hast gehaut. Und wenn sie einer Hex auf den Stuhl und das Kissen eine gekreuzte Schere legen und die setzt sich nicht drauf, dann wissen sie es ganz bestimmt. Oder wenn sie einen Besen aufhebt, den er ihr vor die Tür gelegt hat. Ja, wenn man es jetzt ganz bestimmt weiß, ja, was tut man dann gegen so eine Hex? Am besten Teufelsdreck. Was? Mhm. Man kann mit Teufelsdreck reichern. Oder die Türschwellen mit Tierblut einstreichen. Und außerdem wäre ein Amulett gut. Mit Friedhofserden und Sargnägel. Und dann noch etwas. Ja, das dürfen Sie nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Katzenschwanzspitzern. Und außerdem wäre ein Schutz- und Zauberbrief nicht schlecht. Also in Ödach war ich bisher noch nie. Aber wenn euer Viech so sauber ausschaut wie Sie, Fräulein, dann würde ich ganz gern noch ein paar Tage da bleiben. Ist aber leider alles belegt. Schade. Ich bin nämlich Viehhändler. Und ein bisschen Geld hätte ich noch übrig, wenn sich ein gutes Geschäft machen lässt. Vielleicht rede ich einmal mit der Mutter, dass sie ihn in die Kammer gibt. Das wäre schön, Marl. Und jetzt sagst mir noch, wer hier vielleicht ein Viech verkaufen möchte. Ach, zur Zeit möchte mancher gern verkaufen. So. Und wieso? Ja, mei, was weiß ich. Oh, auf. Ja, was haben Sie denn? Auf mein Deppertskreuz. Da hilft keine Arznei und kein Doktor. Da müssten Sie mal zum Zeiselbauern gehen. Der weiß mehr wie ein Doktor. Okay, ich hab doch alles schon probiert. Bei mir hilft nichts mehr. Der Zeiselbauer hat schon viel gebannt, wenn einer verhext war. Verhext? Ja, kann schon sein, dass ich verhext bin, so wie das im Kreuz sitzt. Ja, sag mal. Hat der den auch ein Viech zum Verkaufen, der Zeiselbauer? Dies fragen Sie lieber selber. Aha. Die beiden wären's. Die Rotschek und die Bläs. Aha, nicht schlecht. 4 Jahre die Bläs. Aber ein bisschen schlecht im Futter. Was heißt schlecht im Futter? Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Ha? Doch, doch. Sagen Sie mal, hat die Rotschek schon einmal verworfen? Wie kommen Sie denn da drauf? 3 gesunde Kälber hat die Liesl. Ich weiß nicht, irgendwas kommt mir so ein bisschen seltsam vor an dem Viech. Wieso? Na ja, bei uns daheim, da tät man halt sagen, die ist über ein Brotmesser im Tierstock gemolken worden. Na, Sie wissen doch, was ich meine. Ich weiß von gar nichts. Na also, vielleicht kaufe ich es trotzdem. Ich muss jetzt noch zu den anderen Bauern. Also, dann machen wir es halt ab. Beim Dachsfangen wird perfekt. Wenn wir recht sind, Einschlag. Gut. Und deswegen sag ich euch, wir müssen verkaufen. Den kauft er wirklich. Dann wissen wir erstens, dass er ein Viechhändler ist und zweitens, sind wir los. Der ist doch kein Viechhändler nicht. Weißt du, was der mich gefragt hat? Was mit den Hexenkissen über der Futterkrippen los ist, hat er wissen wollen. Ich sag dir was, ich hab das Gefühl, mit dem stimmt was nicht. Den hat der Teufel gesehen. Der weiß doch gleich mehr als der Zeisel selber. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir losbringen. Und da gibt's nur eins, wir verkaufen nicht. Und wenn du ihm was Gescheites eingibst, bei mir hat er gejammert über sein Kreuz. Verstehst du schon, oder? Sag mal, spinnst du? Dann haben wir die Polizei am Hals. Geh weiter. Ich mein da bloß vorübergehend ein bisschen müde machen. Bloß, bis alles vorüber ist. Ja. Ja. Ich glaub manchmal wirklich, du bist gar nicht so blöd, wie du mir daher redest. Ja, das ist wirklich keine schlechte Idee. Also, der möchte wissen, wo er bleibt. Da? Kann ich einmal die Frau Pichler sprechen? Die Anna. Reiz über der Tier, die Bulle im Haus, mach sie zum Tier, treib sie hinaus. Was ist? Geh, machen's doch schon einmal auf. Der Zeiselbauer schickt mich. Guten Abend. Ich bin der Wanninger. Gut, dass sie einen Fremden schickt. Was will denn der? Zu ihr will er. 7 Kreuz 3. 12 ist verdeckt. Beim Hahnenschrei. Die Hex verdeckt. Was will er denn von ihr?
Er kommt vom Zeiselbauern und der wird schon wissen, was er tut. Sie ist um. Rindfisch. Frau Pichler? Ja? Auch da sind Sie. Was ist denn mitten in der Nacht? Wollen Sie wirklich zu mir? Freilich komme ich zu Ihnen, Frau Pichler. Ich bin Kriminalinspektor Wanninger aus München. Ja, ich habe nicht wollen, dass mich hier jemand sieht. Ach so. Ja, sagen Sie mal, haben Sie kein elektrisches Licht im Haus? Ja, die Leitung ist kaputt und keiner repariert's. Aber ich komm, bitte setzen Sie ihn hin. Ich komme wegen der Anzeige. Da waren schon welche da. Ich weiß. Es ist aber nicht viel dabei rausgekommen. Geh, Frau Pichler, könnten Sie mir nicht noch einmal die ganze Geschichte erzählen? Wie hat's denn eigentlich angefangen? Also, ich habe vor 2 Jahren auf den Hof eingeheiratet. Ich bin von Oberinsberg. Und mein Mann, der Alois, ist dann mit dem Motorrad am Baum hingefahren und dann ist er nicht mehr geworden. Und bald darauf ist dem Stadlerbauer eine Kuh im Stall umgestanden. Und dann ist dem Dachswanger eine eingegangen und dann noch eine. Und dann habe ich gemerkt, dass keiner mehr mit mir reden mag. Und dann habe ich eine Schere unter meinem Kissen gefunden. Und sogar die Kinder machen einen Bogen um mich. Alle meinen, ich bin eine Ex. Ja, aber Ihre Schwiegermutter. Ah, die hat ja noch nie was von mir wissen wollen. Aber jetzt darf ich ja nicht einmal mehr mit Ihnen unten essen. Und im Stall mithelfen darf ich auch nicht mehr. Aber seit 2 Tagen habe ich wieder ein bisschen eine Hoffnung. Wie das? Es hat wieder einer mit mir geredet. Und zur Fasnacht hat er mich auch eingeladen. Wer? Der Zeiselbauer. Und eine schöne Maske hat er mir geschenkt. Wollen Sie das sehen? Da sind Sie her. Schön, gell? Mhm. Okay, Frau Pichler, jetzt erzählen Sie mir doch einmal ganz genau, was der Zeiselbauer gesagt hat. Ja, er hat gesagt, geh, Anna, dann kommst auf Fasnacht, weil wir wollen, dass du auch dabei bist. Und die Masken setzt auf, weil das bei uns so der Brauch ist. Ja, was geschieht denn hier so an Fasnacht? Ja, da machen sie eine Gaudi auf der Dorfstraße und drunten am See. Aha. Am See? Ja, hat er was vom See gesagt? Nein, aber ich hab gesagt, dass ich nicht mitmache, wenn's wieder ist wie voriges Jahr unten am See. Ja, warum? Was war denn da? Ja, die Gretel haben's getaucht. Getaucht? Wer? Na ja, so ein paar Deppen vom Dorf und gerade gelacht und geschrien haben's und auf einmal haben's gemerkt, dass die Gretel gar nicht schwimmen kann. Ne? Ja, können Sie denn schwimmen? Nein. Ich mag kein Wasser, weil mein Vater hat einmal wie. Ja, was hat er denn sonst noch gesagt, der Zeiselbauer? Ja, er hat gesagt, dass er auch findet, dass das kein Gaudi war voriges Jahr und er verspricht mir, dass es nicht mehr vorkommt. Ja, was meinen Sie denn, warum Sie ausgerechnet der Zeiselbauer zur Fastnacht eingeladen hat? Ja, der war ja früher auch recht nett zu mir und meinen Kopf hat er mir auch weggebracht. So. Wie der alles noch gelebt hat damals. Ja, wie hat er denn das gemacht? Ja, er hat mir einen Himmelsbrief gegeben und was zum Einnehmen. Haben Sie den noch? Ja, freilich, da ist ein Trudenfuß drauf und ein Zauberspruch drin. Und ja, bitteschön, Frau Pichler, könnte ich den Himmelsbrief vielleicht einmal sehen? Ja? Ja. Ja. Da? Aha. Um
Und wie schaut denn so ein Zaubermittel aus? Ja, das ist so ein schwarzes Pulver. Wie Kohlenstaub. Und wie wirkt das? Hast du was geholfen? Ja, zuerst bin ich furchtbar müde geworden. Und dann bin ich eingeschlafen. Mhm. Und wie ich wieder aufgewacht bin, da war das Kopf weg. Ja. Ja, dann kann ich ja wirklich was, der Zeiselbauer. Ja, der ist schon richtig, der Zeisel. Wenn nur die Mutter anders wäre. Ich meine, die glaubt wirklich, ich bin eine Hex. Können Sie mir das nicht vielleicht auf einen Tag leihen, Frau Pichler? Ja. Was soll ich? Ja, meinen Sie, das kann ich so einfach? Na gut, und was sagt der Herr Steiner dazu? Ja, auf Ihre Verantwortung, Herr Inspektor. Freilich. Genau nach Ihren Anweisungen. Na, Sie wissen doch, für Sie tue ich doch alles, Herr Inspektor. Mhm. Ja, ich verstehe schon. Morgen ist Fastnacht. Ja. Und wie gefällt es Ihnen sonst in Ödach? Doch, doch, ich hab's schon gesagt. Aber bisher habe ich noch keine Zeit gehabt. Und außerdem spüre ich halt nichts. Und vorgestern haben wir auch auf Sie gewartet. Was ist jetzt mit dem Chef? Naja, vorgestern, da war ich doch noch in Immerding und hab mir was angeschaut. Und heute mag ich nicht übers Geschäft reden. Ich möchte lieber da ein bisschen zuschauen. Ja, und was ist, wenn später wird? Die Kälten und der Wind? Sie, da riskieren Sie mir allerhand mit Ihrem Kreuz. Was schauen Sie her? Das hilft garantiert. Und dann sind sie es ein für alle Mal los. Also das Pulver muss man schon noch einmal genau anschauen. So was sieht man ja nicht alle da. Ne? Wieder! Ja, doch. Was machst du? Machen Sie das Geschäft schon länger? Das ist kein Geschäft, das ist völlig umsonst. Nur das Bier müssen Sie zahlen. Meins zahle ich selber. Nein, ich meine, machen Sie das schon länger, dass sowas da herstellt. Ach, wissen Sie, wenn man älter wird, dann hat man so seine Erfahrungen. Ja. Außerdem macht es mir Spaß, wenn ich die anderen Leute ein bisschen helfen kann. Was Sie da haben, ist eine uralte Weisheit und hilft gegen Gicht und Kreuzweh. Können Sie den Totenfuß drauf sehen? Ja, und wie schmeckt das Zeug? Das schütte ich jetzt ins Bier, dann schmeckt man überhaupt nichts davon. Mein Mann, was ist das? Das dauert aber langsamer, glaube ich. So, die Maß müssen Sie jetzt auf ganz gut austrinken. Ich sag dann einen Spruch dazu, nachher werden Sie schauen. Ja, wenn ich mich bloß nicht dabei verschluck. Blutstein, Haus aus dem Kreuz. Schlangenfett, Schmier's aus dem Kreuz. Krebsaugen, Schaut's aus dem Kreuz. Saugspähen, Hubel's aus dem Kreuz. Mückentrick, Treib's aus dem Kreuz. Hundeschmalz, Sachs aus dem Kreuz. 7x7 Kreuz aus dem Kreuz. Kreuz wie im Satan. Niemals Kreuz. Ja, mich hast du gehabt. Und das war alles da drin. Freilich, das gehört alles rein. Geh weiter, trink uns noch ein Maß, damit es immer hochkommt. Was noch, Henning? Freilich. Frieda, noch eine Maß. Ja, ja, ja. Bier. Das ist der Herr, der Wanninger gibt den aus, weil er sein Kreuz los ist. Ja, von mir aus. Die Hauptsache ist, wenn es was hilft. Ja, was der Zeiselbauer eingibt, das hilft gewiss. Ja, der kommt her wie ein Studierter. Ja, der verbohrt jedes weh. Seinen Blut bauen kann der. Ja. Und gesund beten kann er. Ja, ein guter Doktor ist er. Prost! Jawohl! Du bist ein. Du bist ein Wunder, Doktor. Mein Kreuz war schon den ganzen Tag weg, aber jetzt ist es völlig weg. Du hast recht, Wanninger. Gleich geht's noch mehr weg. Ich spür schon rein gar nichts mehr. Jetzt haben wir es soweit. Drückt's auf in seine Kammer und dann tut, was ich euch gesagt hab. So, Hex, jetzt kommst du mal nicht mehr aus.
die Bichlein. Schwör dich, großer Adonai Elohim Argel, schlag sie in deinen Bann. Weg mit der Hex. Den Boden nimm ihr weg, großer Adonai, dass sie nicht mehr gehen kann. Weg mit der Hex. Die Speis nimm ihr weg, großer Elohim, dass sie nicht mehr essen kann. Weg mit der Hex. Die Luft nimm ihr weg, großer Argel, dass sie nicht mehr atmen kann. Weg mit der Hex. Jetzt, großer Adonai Elohim Ariel, jag sie davon, dass sie nimmer ins Haus kommt! Weg mit der Hex! Verbannt ist sie für immer und ewig. Nimmer tritt ihr Fuß über die Schwelle. Nimmer atmet ihr Mund durch die Luft. Ausgelöscht ist sie und verflucht. Es ist alles getan mit dem Schwarzholzfanger. Die Hex ist tot und nicht einmal geschrien hat. Die Hex ist dir Überzeiselbauer. Es ist aus mit deinem Hokuspokus. Ich weiß nicht, wer du bist, Freundin, aber das eine weiß ich, dass du immer lang bist. Trotz euch nachher da. Los, Männer, soll er mit der Hex verrecken? Verflixten Frauenkleider. Fast wie in der Soffen. Trotzdem Tauchanzug. Hilft mir einer. So, ja. Auf geht's! Zurück an die Wand! Ja, ihr werdet euch doch nicht von den Brecheisen da fürchten! Ja, was ist denn, Fröschel? Ich hab schon geglaubt, ihr kommt's überhaupt nicht mehr. Das hab ich gern. Ja, mei, das ganze Dorf ist auf der Straße. Wir sind im Wagen stecken geblieben. Nehmen Sie die Masken runter. Kriminalpolizei. Zeisel, ich verhafte Sie und Ihre Komplizen wegen Mordanschlag. Und Sie sind wegen Beihilfe ebenfalls verhaftet. Abführen. Geht's? Geh mal. Los. So, Frau Pickler, jetzt ist der Spuk vorbei. Jetzt brauchen Sie keine Angst mehr zu haben. Das war schrecklich. Gehen Sie ruhig wieder auf. Wir lassen Ihnen einen Beamten da. Vielen Dank, Herr Inspektor. Dankeschön. Na, Herr Inspektor, das hätte wieder mal geklappt, was? Ja, dank Ihrer Tauchkünste, Fröschel. Na, so schlimm war es nicht. Sie waren auch ganz schön sportlich, wie Sie da gestanden sind mit dem Brecheisen in der Hand. Ja, ja. Aber fragen Sie mich ja nicht, wie ich ausgeschaut hätte, wenn ich wirklich hätte zuschlagen müssen. Warum ist es noch nicht besser, Ihr Kreuz? Doch, aber man weiß doch nie, wann es wieder ausschnackelt, gell? So. Ja, das heißt, seit heute Nachmittag spüre ich überhaupt nichts mehr. Wie das? Ja, Fröschel, ich hab da ein wunderbares Rezept vom Zeiselbauern. 2 zerstoßene Kohletabletten im Bier aufgelöst und seitdem fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser, was? Genau.